So, herzlich willkommen zum 94. Netzpolitischen Abend, mal wieder auf der C-Base. Unser Hashtag für heute Abend lautet NPA094. Das ist super wichtig, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dass ihr die auf Twitter dadurch eingibt. Und wir haben heute drei Vortragende, und zwar als erstes Lea Beckmann. Handydatenauslesung bei Geflüchteten, Grundlage zur Klage. Danach Johannes Ion Rundfeld, was tut die AG Kritis? Und dann zu guter Letzt Benjamin Bergemann mit Vorschlägen der digitalen Gesellschaft zur Verbesserung der DSGVO. So, dann fangen wir auch schon an mit Lea. Ja, ich freue mich sehr, heute da zu sein. Es ist mein erstes Mal bei der digitalen Gesellschaft. Es ist auch mein erstes Mal in der C-Base, in etwas widrigen Umständen. Ich möchte euch heute was berichten zum Thema Handydatenauslesung bei Geflüchteten. Und zwar geht es um die Handydatenauswertung, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge macht. Und vielleicht zunächst einmal ganz kurz zur Gesellschaft für Freiheitsrechte, die jetzt mit dahinter steckt und für die ich arbeite. Und zwar ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Berlin, und wir unterscheiden uns von anderen Menschenrechtsorganisationen dadurch, dass wir strategische Prozessführung betreiben. Das heißt, wir versuchen, Menschenrechte vor Gericht durchzusetzen. Denn Rechtsprechung hat eine große Bedeutung bei der Auslegung von Recht, und das Bundesverfassungsgericht hat eben die Sonderrolle, dass es auch verfassungswidrige Gesetze kassieren, also für nichtig erklären kann. Und wir sehen aber in der Rechtspraxis, dass eben bestimmte Verfahren geführt werden und andere nicht. Und dass insbesondere bestimmte Rechte und vor allem auch die Rechte bestimmter Gesellschaftsgruppen nicht vor Gericht durchgesetzt werden. Und das versuchen wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte durch strategische Prozesse ein bisschen auszugleichen. Und zwar sehen wir das in bestimmten Rechten und bei bestimmten Gruppen, habe ich gesagt. Bestimmte Rechte, also ein großer Themenkomplex ist sicherlich Datenschutzrecht. Eingriffe und Verletzungen von Datenschutzrechten sind für Betroffene oft nicht so spürbar und landen auch deshalb nicht so vor Gericht. Und zudem sieht man das natürlich auch bei besonderen Bevölkerungsgruppen. Darum geht es ja heute auch ein bisschen, nämlich vor allem bei der Gruppe von geflüchteten Menschen. Und ich habe jetzt hier ein Foto eingeblendet, das ist eigentlich nur ein Statthalter. Wir sind eine ständig wachsende Organisation. Das Foto ist vom vergangenen Jahr. Inzwischen haben wir wahnsinnig viele neue Menschen mit dazu bekommen. Wir sind im Kern aktuell 10, ab nächsten Monat 11 Hauptamtliche. Hinzu kommen 3 Personen im ehrenamtlichen Vorstand und 2 studierende Mitarbeiter. Das heißt, wir sind so ein Kern von 16 Personen inzwischen. Von denen bin ich eine, und genau, so vielleicht als Einleitung zur Gesellschaft für Freiheitsrechte. Zu den Handydatenauswertungen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vornimmt, darum soll es heute gehen. Seit 2017 macht das Bundesamt das, und seit der Einführung auch im Gesetzgebungsverfahren ist das stark kritisiert worden, aus verfassungs- und menschenrechtlicher Sicht. Soweit wir wissen, noch nicht gerichtlich überprüft worden. Hintergrund der Einführung der Gesetzesgrundlage war also zunächst natürlich der Anstieg der Zahl von Geflüchteten, die nach Deutschland kamen 2015. Und dann aber im Zusammenhang 2017 waren das vor allem 2 Punkte, die da zusammenkamen. Einmal war das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das stand unter besonderem Druck. Es war vielfach in den Medien dafür, dass es einen großen Verfahrensstau gab und große Kritik an der vermeintlichen Qualität der Entscheidungen in Asylverfahren. Und andererseits haben wir so ein bisschen den politischen Kontext gehabt, dass nach einer 2015 vielleicht doch eher Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten bis 2017 sich so, dass auch so die politische Stimmung im Land gewendet hatte hin zu einem ziemlich klaren Rechtsruck und insofern also auch gegenüber Geflüchteten einem deutlich kritischeren Umgang. Und diese 2 Gründe führten also dazu, dass diese Handydatenauswertungen eingeführt werden sollten. Denn sie sollten einerseits so ein bisschen der Gedanke, die Verfahren effizienter gestalten, die Entscheidungen in Asylverfahren verbessern. Und sie sollten außerdem Asylmissbrauch durch Geflüchteten vorbeugen und dabei helfen, Abschiebungen von Geflüchteten durchsetzen zu können. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat sich auch im anderen Kontext so ein bisschen als Vorreiter in der Digitalisierung profilieren wollen. Also diese Handydatenauswertungen sind da nur ein Beispiel von diversen anderen IT-Projekten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, aber eben das, was wahrscheinlich den größten Eingriff einfach in Rechte der betroffenen Personen mitbewirkt.
Das ist die Gesetzesgrundlage, die hier man jetzt eingeblendet sind, die 2017 eingeführt wurde. Und zwar ist es eine Änderung, also die Entscheidung, um die es jetzt hier heute geht. Und zwar haben Geflüchtete im Asylverfahren eine Mitwirkungspflicht bei der Aufklärung des Sachverhalts, der also zugrunde liegen soll, der Entscheidung im Asylverfahren. Und diese wurde erweitert zu einer Pflicht, also auch Datenträger herauszugeben, soweit diese eben bei der Feststellung von Identität und Staatsangehörigkeit eine Rolle spielen können. Und zwar richtet sich, also diese Rechtsgrundlage richtet sich jetzt auf die Möglichkeit bei Geflüchteten, die keinen Pass oder Passersatz vorlegen im Asylverfahren, Datenträger, und das ist in der Praxis, sind das vor allem Smartphones und Featurephones, also vor allem Telefone, auswerten zu können. Denn man sieht in den vergangenen Jahren, dass ungefähr die Hälfte der Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, keinen Pass oder Passersatz vorlegen können. Wie kommt das dazu, dass Menschen keinen Pass oder Passersatz vorlegen können? Man sieht ein bisschen an den Daten, die es jetzt auch dazu gibt, aus welchen Herkunftsländern Geflüchtete ohne Pass und Passersatz kommen, dass es also keinen klaren Zusammenhang gibt zur sogenannten Schutzquote, also zu der Frage des Ausgangs des Asylverfahrens. Bestimmte Länder haben einfach eine deutlich bessere Chance, dass Geflüchtete anerkannt werden als Geflüchtete, und man sieht keinen Zusammenhang jetzt zwischen den Zahlen von Personen, die also ohne Pass ankommen und aber behaupten, aus einem bestimmten Land zu kommen, und einer Schutzquote dieser angegebenen Länder. Stattdessen sieht man bei ein paar Ländern einen ziemlich klaren Zusammenhang zum Urkundenwesen. Also zum Beispiel dafür sind Nigeria oder Somalia, wo einfach viele entweder keine Pässe haben oder die Pässe in Deutschland nicht als Pass anerkannt werden, weil sie bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen, zum Beispiel bei Nigeria. Teilweise hat es sicherlich auch einfach mit individuellen Fluchtgründen und Fluchtgeschichten zu tun, also mit einer schwierigen Fluchterfahrung, auf der man auch mal Pass oder Passersatz verlieren kann. Aber zum Beispiel eine Person, mit der ich gesprochen habe, hat auch geschildert, dass ist ein Kurde aus Syrien, der dann über die Türkei geflohen ist. Wenn man also mit einem Pass, der vom Namen her klar erkennbar kurdisch ist, in der Türkei erwischt wird, dann drohen einem natürlich Konsequenzen. Deswegen ist es also durchaus sinnvoll, in bestimmten Konstellationen vielleicht auch den Pass zurückzulassen. Das nur so als Beispiel. Wir haben also diese Ausgangslage, dass wir tatsächlich ungefähr die Hälfte der Geflüchteten in Deutschland haben, die also keinen Pass vorlegen können. Erstmal ein berechtigtes Anliegen, also durchaus des Staates, hier also überprüfen zu wollen, ob die gemachten Angaben auch stimmen. Wie passiert das normalerweise im Asylverfahren, oder wie passiert das auch weiterhin? Das passiert über wie überprüft man, ob die gemachten Angaben auch der Wahrheit entsprechen? Das passiert in der Asylanhörung durch ganz gezielte Nachfragen. Da sind die EntscheiderInnen beim BAMF geschult drauf, also ganz klar dann auch Regionalwissen abzufragen. Zum Beispiel, wenn jemand angibt, er käme aus Tunis in Tunesien, dann wird abgefragt, wenn man da vom Flughafen kommt und Richtung Stadt fährt, was liegt dann auf der rechten Seite? Und darüber kann man mit kritischen Nachfragen schon sehr genau eben und sehr verlässlich herausfinden, ob die gemachten Angaben eben auch zutreffend sind. Oder natürlich auch zum Beispiel über sprachlichen Wortschatz über DolmetscherInnen als Sachverständige. Zusätzlich wurde dann aber eben die Möglichkeit eingeführt, also auch Datenträger auslesen zu können, um darüber vermeintlich Wissen eben über die Herkunft und Identität der betroffenen Personen herausfinden zu können. Die große Frage, die wir uns schon seit Anfang gestellt haben, das ist eigentlich noch vor meiner Zeit bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ist, sind diese Eingriffe, die über die Handydatenauswertung passieren, sind die auch nur irgendwie verhältnismäßig zu dem, was hier betrieben sind? Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist ja so ein ganz wichtiger Grundsatz im deutschen Verfassungsrecht, der einfach sehr genau die Frage stellt, zu welchem Zweck passieren Rechtseingriffe, und sind sie dann zu diesem Zweck eben auch erforderlich, geeignet und letztendlich angemessen? Und da sehen wir erstmal, muss man vielleicht vorweg feststellen, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, und ich weiß auch gar nicht, in welcher Intensität ich das immer darlegen muss, aber wir haben es bei Handydatenauswertung natürlich mit einem massiven Grundrechtseingriff zu tun. Ich glaube, jeder, der sein Handy mal bei einer Behörde vorlegen soll, dass die Daten ausgelesen werden, der wird das schon nachempfinden können. Auf so einem Handy hat man einfach eine Vielzahl von ganz persönlichen Daten aus unterschiedlichen Lebensbereichen, die ja zusammenfinden. Hinzu kommt eben, dass es ein flächendeckender Eingriff ist, der anlasslos ist. Das ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einem eben besonders gefährlich, weil wir dann in die Situation kommen, wo der Staat anfängt, eben größere Bevölkerungsgruppen quasi zu durchleuchten und in den Blick zu nehmen.
Vielleicht aus so einer juristischen Perspektive ist hier sicherlich fraglich, in welches Grundrecht eigentlich eingegriffen wird. Und zwar kennen ja auch außerhalb des strengen juristischen Bereichs viele das sogenannte IT-Grundrecht, also das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das hat das Bundesverfassungsgericht soweit anerkannt für heimliche Spähangriffe, also zum Beispiel den Einsatz von Spähsoftware. Das ist ein bisschen die Frage, ob das also auch hier greift, wenn man sich die, das ist eine der die rechtlichen Fragen, die wir auch in unserem Verfahren letztendlich jetzt aufgreifen. Wenn man sich die Begründung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts soweit anschaut, dann sieht man, dass diese besondere Stellung des IT-Grundrechts eben damit begründet haben, dass anders als bei der informationellen Selbstbestimmung, wie es bei informationstechnischen Systemen, also Laptops und Handys insbesondere, eben mit informationstechnischen Systemen zu tun haben, die eine Datenmenge aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen zusammenbringen. Und daraus entstehen eben besondere Gefahren, denn wenn man darauf zugreift, dann hat man auf einmal ja das Leben einer Person vor sich liegen. Und deswegen finde ich, kann man sehr gut begründen, und davon bin ich auch überzeugt, dass das also auch in diesen Fällen, in denen also der staatliche Eingriff in das Handy nun nicht heimlich geschieht, sondern vor den Augen der betroffenen Person Anwendung findet. Das ist sicherlich aber eine neue Frage. Andernfalls handelt es sich also um einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Zu welchem Zweck passiert das dann hier? Das sind rein migrationspolitische Ziele, habe ich dargelegt. Also es geht um die Frage Asylmissbrauch. Gibt eine Person falsche Angaben über Herkunft an, um sich dadurch eine bessere Entscheidung im Asylverfahren zu erhoffen oder eben auch Abschiebung durchsetzen zu können? Denn wenn die Identität oder der Person nicht festgestellt ist, dann kann man auch eine Abschiebung nicht durchsetzen. Das sind rein migrationspolitische Ziele, wenn man das einmal im Vergleich stellt zu den sonstigen Eingriffen in Handys oder Computer, die wir haben, dann passieren die größtenteils im Zusammenhang von Strafverfolgung oder in besonderen Ausnahmen, und auch das ist ja stark kritisiert worden, ist jetzt in den Polizeigesetzen eingeführt worden, dass man eben auch auf solche Daten zugreifen kann in der Vorbeugung von Straftaten, in der Gefahrenabwehr, aber dann eben nur, wenn es um schwere Straftaten geht. Hier haben wir es aber nur mit rein migrationspolitischen Zielen zu tun. Deswegen also die Frage, ist dieser massive Eingriff zu diesem Zweck dann verhältnismäßig? Also ist es dafür erforderlich? Gibt es mildere Mittel und ist es auch angemessen? Wir haben uns, um das darlegen zu müssen, muss man sich ziemlich genau damit auseinandersetzen, was hier eigentlich passiert. Wir haben das getan gemeinsam mit Anna Biselli, einer Journalistin, die unter anderem bei netzpolitik.org arbeitet und sich schon sehr lange mit dem Thema auseinandersetzt. Haben wir uns einfach die rechtlichen Fragen gestellt und das gemeinsam mit Anna recherchiert. Und man muss eben ganz klar sagen, wenn wir in Deutschland irgendwas wissen über das, was das BAMF hier macht, dann ist das nicht dem BAMF zu verdanken, sondern eben JournalistInnen und insbesondere Anna Biselli, die hier sehr viel recherchiert hat. Wer also sich für die Details interessiert, kann sich gerne unsere Studie dazu anschauen. Welche Daten werden also eigentlich ausgewertet, wenn jetzt die Handys in Betracht genommen, der Geflüchteten in Betracht genommen werden? Und zwar schaut sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also zieht erstmal komplett Daten ab, aber guckt dann nach besonderen Indikatoren, und das sind insbesondere Ländervorwahlen von eingehenden und ausgehenden Anrufen, von Kontakten und auch von Nachrichten. Es sind Länderendungen von aufgerufenen Websites, es sind Lokalisationsdaten, es ist die Sprache in Nachrichten und es sind Benutzernamen und E-Mail-Adressen, mit denen sich eine Person in Apps angemeldet hat. Die Handys werden ausgelesen im Normalfall direkt bei der Registrierung im Asylverfahren, manchmal auch im Überprüfungsverfahren. Also es passieren, also auch Asylentscheidungen werden nach einer bestimmten Zeit überprüft. Das ist in den letzten Jahren auch ganz stark passiert, weil eben das BAMF so kritisiert worden war für die Entscheidungen. Potenziell könnte das also sehr oft passieren. Wir haben gesagt, in etwa 50% der Geflüchteten kommen ohne Pass an. Wir haben 2018 160.000 Erstanträge gehabt, 85.000 Überprüfungsverfahren, 2019 waren das 140.000 Erstanträge und dann 170.000 Überprüfungsverfahren. Damit könnte man also insgesamt, wenn tatsächlich bei der Hälfte der Personen kein Pass vorlag, in etwa 270.000 Fällen hätte man Handys auslesen können.
Tatsächlich hat das BAMF das in unter 30.000 Fällen versucht. Das ist also dann im Vergleich dazu eine relativ kleine Menge. Der Grund dafür ist schwer zu ergründen, denn das sind Entscheidungen, die die MitarbeiterInnen im BAMF treffen. Aber es hat vielleicht einmal auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber Technik zu tun. Aber andererseits glaube ich, dass auch viele MitarbeiterInnen im BAMF diese Maßnahme für ziemlichen Unsinn halten und das deswegen nicht tun. Wie läuft das Ganze eigentlich dann ab? Also die geflüchtete Person wird gefragt, das Handy rauszugeben, zu entsperren. Dann wird es angeschlossen an einen speziell dafür vorgesehenen Computer, der also einen kompletten Rohdatensatz ausliest, dann nach diesen genannten Indikatoren quasi analysiert und anschließend den Rohdatensatz löscht. Das ist auch ganz interessant, denn alles, was nachher quasi dann in diesem Bericht drinsteht, kann nicht mehr mit den Originaldaten irgendwie abgeglichen werden oder dadurch irgendwie interpretiert werden. Wofür nutzen oder wie wird die Auswertung dieser Daten dann überhaupt genutzt? Dieser Bericht landet dann erstmal in einem digitalen Datentresor und wird damit so, wir nennen das Pseudo-RichterInnen-Vorbehalt versehen. Pseudo-RichterInnen-Vorbehalt heißt, es gibt in vielen Bereichen im Verfassungsrecht die Vorgabe, dass nochmal eine Richterin entscheiden muss. Aber RichterInnen sind unabhängig im staatlichen Rechtssystem. Hier passiert das durch interne BAMF-Volljuristen, die dann nochmal freigeben, ob also dieser Bericht in die Entscheidung im Asylverfahren einbezogen werden kann. Tatsächlich werden Anträge auf Freigaben auch nur in etwa einer Hälfte der Fällen überhaupt wird das beantragt von der entscheidenden Person im Asylverfahren und dann ungefähr in einem Drittel der Fälle auch tatsächlich freigegeben. Das heißt, von den knapp 30.000 Auswertungen haben wir dann insgesamt noch so ungefähr 7.000, die dann überhaupt freigegeben werden, also überhaupt ausgewertet wurden in den Verfahren. So sieht das also nachher aus, was dann da rauskommt, dieser Datenbericht. Das sind größtenteils also so Metadaten, bis auf diese Login-Daten, die einbezogen, also die Anmeldedaten, die man in bestimmten Apps nutzt. Und da ist dann also in hübschen Tortendiagrammen und Länderkarten eingezeichnet, was man an Informationen aus dem Handy hat auslesen können. Vor dem Hintergrund muss man sich ein bisschen jetzt die Frage stellen, ist das eigentlich geeignet, um also Herkunft und Identität überhaupt zu überprüfen? Dafür muss man sich die jeweiligen Indikatoren genau angucken, aber vielleicht zwei Beispiele. Also vieles basiert ja so auf Ländervorwahlen von Nutzerverhalten. Das kann man sich mal vor Augen führen bei einer geflüchteten Person, die möglicherweise auch schon seit Jahren nicht mehr in ihrem Heimatland ist, aus dem Land kommt, in der ihr Verfolgung droht. Da ist relativ offensichtlich, dass die Person möglicherweise nicht mehr mit vielen Personen im Kontakt steht, die überhaupt noch im Herkunftsland sind, denn die sind möglicherweise auch auf der Flucht. Dann haben diese Personen natürlich über die Jahre der Flucht vielleicht auch Personen kennengelernt, die inzwischen in ganz anderen Ländern angekommen sind und haben vielleicht auch Kontakte im neuen Gastland geknüpft. Also an dem Nutzerverhalten über Ländervorwahlen überhaupt was über Herkunft und Identität aussagen zu wollen, insgesamt, glaube ich, ziemlich fragwürdig und ist bei Geflüchteten eben besonders fragwürdig. Oder zum Beispiel auch in diesen Überprüfungsverfahren, wenn Leute also auch schon seit langem in Deutschland mit einem Asylstatus leben. Dann vielleicht noch ein anderes Beispiel. Es wird Sprache ausgewertet in den Nachrichten. Und da wissen wir einfach nichts darüber, auf welcher Basis das eigentlich, also wie die Technik da genau funktioniert. Die Algorithmen, die verwendet werden, sind nicht bekannt. Es ist auch nicht bekannt, was die Trainingsdaten sind, die eingeflossen sind. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, jetzt irgendwie in Frage zu stellen, wie zuverlässig die Aussage nachher ist. Und das kann unserer Meinung nach dazu auch ganz klar zu diskriminierenden Effekten führen. Denn es ist relativ plausibel, dass im Französischen zum Beispiel solche Überprüfungen vielleicht besser funktionieren als im Arabischen. Also wenn man in Textnachrichten Arabisch auf Lateinisch transkribiert, gibt es eine unglaubliche Vielfalt an möglichen Transkriptionen. Arabische Dialekte lassen sich schon nicht bestimmten Ländern zuweisen. Also die Aussagekraft einer Überprüfung von arabischer Sprache ist sicherlich geringwertiger als die anderer Sprachen. Damit befürchten wir also auch diskriminierende Effekte bei diesen Aussagen. Insgesamt ist deswegen anerkannt, dass also diese ganzen Handydatenauswertungen eine reine Indizwirkung haben. Die dienen also nur als Grundlage, um dann spezifische Nachfragen stellen zu können. Die haben keinerlei Beweiskraft, wie man das eben juristisch nennt. Also anders als zum Beispiel Sachverständigengutachten, etwa von DolmetscherInnen oder so, die sich genau mit dem Wort Schatz der Person auseinandersetzen und irgendwie eine regionale Herkunft darlegen wollen. Was für Missbrauchspotenzial besteht dann auch
darüber hinaus, ich glaube, es ist, deswegen habe ich das auch so als Beispiel hier an die Wand geworfen, es ist ziemlich klar, dass diese Tests so ein bisschen vorgeben, dass man jetzt hier irgendwie verifizierbar Aussagen treffen kann über Herkunft und Identität. Das ist total schwer einzuschätzen, wie aussagekräftig das eigentlich wirklich ist, insbesondere auch für Mitarbeiterinnen im BAMF. Und die Daten, die hier ausgewertet werden, dürfen nur herangezogen werden zu Fragen von Identität und Herkunft, können natürlich aber auch anderweitig verwendet werden. Also zum Beispiel die Lokationsdaten können natürlich vermeintlich Aussagen auch geben über die Fluchtroute und die angegebene Fluchtgeschichte einer Person. Das wäre missbräuchlich, aber die Person, die das sieht, ist die Person, die darüber entscheidet nachher. Da sehen wir eine riesen Missbrauchsgefahr. Insgesamt ist das also fehleranfällig und wenig aussagekräftig. Was kam dann also dabei raus jetzt in den letzten 2 Jahren? Wir haben jetzt 2 Jahre Datenbasis quasi, ne? Das ist jetzt mal Daten jetzt aus 2018, die wir in der Grafik aufgearbeitet haben. 2018 waren 64% der Ergebnisse unbrauchbar. Das heißt, da kam einfach irgendwie widersprüchlicher Quatsch raus, den also auch Mitarbeiterinnen im BAMF selbst als unbrauchbar eingestuft haben. Das war im Jahr 2019, waren das nur noch 58%, aber immerhin die große Mehrzahl sind völlig unbrauchbar. Dann waren 2018 34%, haben dann die Angaben der geflüchteten Personen bestätigt. Das waren 2019 dann 40%, also die Unbrauchbaren sind gewandelt zu Wandern brauchbar, aber haben bestätigt, was angegeben wurde. Und nur in 2% der Fälle, und das ist konstant, 2018 und 2019, ergab sich dadurch überhaupt ein Widerspruch zu den gemachten Angaben. Also hat man insgesamt in knapp unter 30.000 Fällen versucht, eben auszulesen. Viertel davon scheitern schon technisch, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Dann hat man größtenteils unbrauchbar, man ist also nachher bei den knapp, also unter 30.000 ausgewerteten Handys bei 118 Fällen circa, in denen es also dann einen Indiz gibt, dass die Person falsche Angaben gemacht hat. Dem stehen ziemlich hohe Kosten gegenüber. Das haben wir hier immer in so einer hübschen Grafik aufbereitet. Bis jetzt zum Abschluss diesen Jahres sind das in etwa 14 Millionen, die man sich das hat kosten lassen für 118 Fälle von potenziell falschen Angaben von Geflüchteten. Damit also die Frage, ist das insgesamt jetzt also verhältnismäßig? Der Deutschlandfunk hat irgendwie über unsere Studie getitelt und hat gesagt, Handydatenauswertung größtenteils unbrauchbar. Und das finde ich eigentlich so das gute Fazit. Also hier wird massiv in Grundrechte eingegriffen und man bezweckt damit eigentlich wenig. Wir haben also entschieden, wir klagen und haben mit 3 Personen, die davon betroffen waren, jetzt Gerichtsverfahren anhängig gemacht, also im Mai Klage eingereicht. Das war ziemlich schwer, geflüchtete Personen zu finden, die also bereit waren, mit uns zu klagen. Aber ich bin deswegen super stolz auf die 3 Personen, die bereit sind, also mit einem ja auch unsicheren Aufenthalt zum Teil gegen das Gastland zu klagen, für wenig Aussichten für sie selbst. Wir müssen, weil das Problem hier in der Rechtsgrundlage liegt, müssen wir zum Bundesverfassungsgericht damit. Nur das kann also diese Rechtsgrundlage aufheben. Das heißt, wir werden also voraussichtlich erfolglos durch die Instanzen gehen und hoffen dann, danach beim Bundesverfassungsgericht damit landen zu können. Das ist also ein Projekt, das jetzt über viele Jahre gehen wird, bei dem wir versuchen, also das auszubügeln, was hier der Gesetzgeber vergeigt hat. Vielleicht eine positive Nachricht. Wir haben jetzt gerade eine erste Stellungnahme bekommen von einer Richterinnenvereinigung, der neuen Richtervereinigung NRV, die also unsere Einschätzung teilen, dass das verfassungswidrig ist. Und wir hoffen, dass also auch andere RichterInnen in den Verfahren das ähnlich sehen und vielleicht sogar vorlegen vor das Bundesverfassungsgericht. Das könnte das etwas abkürzen. Ich glaube, ich bin mit meiner Zeit in etwa durch. Ja, ja? Dankeschön. Es gibt ein paar Fragen, und zwar erstens, wie habt ihr die Kläger gefunden? Ja, das ist eine gute Frage, das war nämlich ziemlich schwer. Also wir haben super viel so Verteiler genutzt, erstmal von MigrationsanwältInnen, die sind fast alle organisiert in irgendwelchen Verteilern. Das war aber ziemlich schwer, weil MigrationsrechtlerInnen erstmal nicht unbedingt so diese Datenschutzthemen auf dem Schirm haben und weil die also natürlich alle überlastet sind mit den vielen Asylverfahren und ja um ganz existenzielle Sorgen ihrer KlientInnen kämpfen, wo irgendwie so Datenschutzaspekte ein bisschen hinten anstehen. Aber dann schließlich also über KooperationsanwältInnen und individuelle Ansprache haben wir dann letztendlich und auch einmal über einen Verteiler mit einer Beratungsstelle sind wir also an 3 Personen gekommen, die mit uns klagen wollen.
Okay, und wie siehst denn du eure Chancen? Ja, also ich bin rechtlich davon total überzeugt und kritische JuristInnen, also kritisch meine ich nicht so kritisch wie wir, sondern eher BAMF-freundliche JuristInnen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das eigentlich ähnlich. Ich glaube, dass das wirklich verfassungswidrig ist und das bestreiten, glaube ich, wenige. Aber nichtsdestotrotz muss man eben durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht, da hat man eine statistisch schlechte Chance, überhaupt angenommen zu werden zu einer Entscheidung. Also wir haben ja eben nur zwei Senate am Bundesverfassungsgericht, das ist auch eine politische Entscheidung, weil die ja so auch so einen Gegenpol zum Gesetzgeber darstellen. Nur ganz wenige Verfahren kommen da also überhaupt durch und über ganz wenige wird dann also auch nur entschieden. Deswegen muss man das immer so, also mit meinen KlägerInnen mache ich immer Erwartungsmanagement, aber wenn ich nicht hoffen würde, dass wir damit durchkommen, dann würde ich das nicht machen. Okay, alles klar, dann Dankeschön. Dankeschön.